ihr Lieben, heute geht es um die Groppe oder besser gesagt die Mühlkoppe. Diejenigen, die von euch irgendwo am Gewässer leben oder groß geworden sind, die kennen sie. Ein ganz besonderer Fisch. Und dieser Fisch braucht tatsächlich unsere Unterstützung, denn er braucht sauberes Wasser. Am besten von der Forellenregion bis hin zur Barbenregion, sauerstoffreich, viele Steine, wenig Algen, wenig Planktonbildung, weil er nämlich tatsächlich da im klaren Wasser unter den Steinen jagt und dort auch kleine Krebse, Insektenlarven, kleine Fische und auch Fischeier frisst. Aber er ist kein Schädling, wie oft gesagt wird. Im Gegenteil, die Groppe ist ein ganz, ganz toller Indikator dafür, dass das Wasser sehr gut ist, eine gute Qualität hat, sauerstoffreich ist, kühl ist. Und wenn es der Groppe gut geht, dann geht es meistens den anderen Fischen auch gut. Da, wo das Wasser noch intakt, sauber und sauerstoffreich ist, da ist die Groppe zu Hause. Und sie zeigt als intakte Art auch anderen Arten an, dass sie hier leben können. Wie zum Beispiel die Bachneunaugen, die Nasen, die Eschen, die Schmerlen und die Forellen. Denn dort, wo die Groppe zu Hause ist, ist auch das Zuhause anderer wertvoller Fischarten. Kommt die Groppe in einem Gewässerabschnitt in einer hohen Dichte vor, können wir davon ausgehen, dass dieser Gewässerabschnitt auch ein wichtiger und wertvoller Lebensraum für andere bedrohte Fischarten ist. Bei Elektrobefischungen achten wir genau auf die Anzahl dieser Arten, damit wir festlegen können, in welcher Qualität sich das Gewässer gerade befindet. Fehlt die Groppe in einem Salmoniengewässer, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung. Oft kann es daran liegen, dass zum Beispiel Querbauwerke dort noch eingeschlossen sind und die Groppen überhaupt gar nicht hochwandern können. Die haben nämlich eine zurückgebildete Schwimmblase und kommen kleinste Staustufen nicht hoch. Auch die Verschmutzung unserer Gewässer ist ein echtes Problem für die Groppe. Landwirtschaftliche Einträge, Pestizide, Fungizide, das sind alles Probleme, mit denen die Groppe nicht gut klarkommt. Auch das Insektensterben macht sich bei der Groppe bemerkbar, denn auch sie ist auf feine und kleine Insekten im Gewässer als Nahrungsgrundlage angewiesen. Sowohl die Groppe als auch die Bachschmerle kommen im gleichen Gewässersystem vor und können sehr schnell miteinander verwechselt werden. Gerade Laien, die einen Fisch vorbeihuschen sehen, verwechseln die eine oder die andere Art schon mal miteinander. Beide sind marmoriert, allerdings hat die Groppe links einen echten Froschkopf, Glotzaugen, einen breiten Mund und diese dicken, großen, breiten Brust- und Bauchflossen. Die Bachschmerle dagegen rechts ist zugespitzt nach vorne und hat ihre Bartfäden. Eher sind die Schwarzmeergrundeln mit der Groppe zu verwechseln. Also hier im Bild rechts sehen wir zum Beispiel eine Kesslergrundel. Links im Bild die Groppe. Wenn wir uns das genau angucken, sehen wir, aha, die sehen sich schon echt ziemlich ähnlich. Dabei ist bei den Schwarzmeergrundeln ein bedeutender Hinweis sehr markant, und zwar die Bauchflosse oder die Brustflosse. Diese ist nämlich bei den Schwarzmund- und Schwarzmeergrundelarten zusammengewachsen zu einem Saugnapf. Das ist bei der Groppe nicht der Fall. Hier einmal eine Groppe. Hier, das ist eine Groppe. Und das hier ist eine Schwarzmaulgrundel. Und die werden oft miteinander verwechselt. Dann ein ganz gutes Unterscheidungsmerkmal. Die Bauchflosse der Groppe, schaut mal hier, die sind wirklich auseinander getrennt. Und die Grundeln, die sind schon ein bisschen weiterentwickelt. Die haben gelernt, aus den Brustflossen einen Saugnapf zu erstellen. Diese Brustflosse wird ganz eng an Steine gepresst. Und so können die sich halt in der Strömung auch direkt auf Steine gut festsaugen und können also gar nicht so leicht wegkommen. Da kann man sehen. Also da nochmal, hier die Groppe, hier die Grundel, hier die Groppe, hier die Grundel. Kann man sehen? Super. Okay. Danke, André. Normalerweise kennen wir das, dass die Groppe in sauerstoffreichen, kühlen Flüssen und Bächen
eher der Gebirgslagen vorkommt, also Forellenregion bis zur Eschenregion. Am Niederrhein wurde allerdings vor einigen Jahren eine Groppenart entdeckt, die mit den warmen Bedingungen dieses großen Fließgewässers zurechtkommt. Und das sogar in guten Beständen mitten in der Hauptströmung. Lange wurde geforscht, woher diese Groppenart abstammt. Dabei hat sich herausgestellt, dass es sich um ein Hybrid handelt. Um zwei verschiedene Groppenarten aus zwei verschiedenen Landschafts- oder Gewässerteilen. Die eine eher aus dem belgischen-holländischen Bereich, die andere eher aus dem östlichen Rheingebiet. Und diese Art muss sich genetisch gesehen so gut an den Lebensraum Rhein angepasst haben, dass sie dort in guten Beständen vorgekommen ist. Ja, bis die Grundel gekommen ist. Die Schwarzmundgrundel haben tatsächlich die Bestände dieser Groppen auch reduziert. Eine evolutionsbedingte, schnelle Entwicklung. Denn wenn man das so zurückerforscht, dann sind das so circa 200 Jahre, an dem sich diese Groppenart an den Niederrhein etabliert und angepasst hat. Und das für eine Fischart, die eigentlich eher in kühlen, kalten Gewässern vorkommt, ist schon ziemlich bemerkenswert. Die Groppe selbst ist ein Frühlingsleicher, das heißt, sie laicht in den meisten Gewässern zwischen Februar und Mai. Selten wird beschrieben, dass die Groppe, dass das Männchen, das Weibchen in die Bruthöhle lockt. Die Bruthöhle wird dann auch vom Männchen bewacht. Dabei findet die Paarung auch schon mal über Kopf statt und das Weibchen klebt die Eier direkt unter einem Stein. Das Männchen kann dort in diesem Fall den Laich besser bewachen vor Angreifern, vor Krebsen, vor Insekten oder auch vor Fische. Und dabei können die Groppen sich auch mit Arten anlegen, die viel größer sind als sie selbst. In einigen Broschüren, Büchern und alten Plakaten wird noch beschrieben, dass Groppen über einen Giftstachel am Kiemenbogen verfügen. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich konnte weder irgendwelche Giftdrüsen beim Fisch erkennen, noch habe ich irgendwelche Infektionen erhalten, nachdem ich mich von so einem Stachel gestochen habe. Also das ist meiner Meinung nach Quatsch. Die Stacheln dienen lediglich der Verteidigung. Zum Beispiel, wenn ein Graureiher oder eine Ringelnatter den Fisch fressen möchte, dann können die den ausspreizen und machen sich dann in der Speiseröhre ungemütlich. Und da kann es dann passieren, dass ein Graureiher oder auch eine Ringelnatter so einen Fisch wieder loslässt oder auswürgt. Und das kann dem Fisch auch das Leben retten. Deshalb sind ganz viele Arten auch mit Stacheln behaftet, wie zum Beispiel Flussbarsche, Stichlinge, Groppen oder auch der Steinbeißer. Das dient dazu, nicht einfach hinuntergeschluckt zu werden. Ich hoffe, mein Beitrag zur Groppe hat euch gefallen und ich würde mich über einen Daumen hoch und über die Aktivierung der Glocke freuen. Teilt doch bitte meinen Kanal, das motiviert mich natürlich noch weiterzumachen und diese tollen Aufnahmen euch auch darzustellen. Vielen Dank und bis bald!